Hallo, heute geht es um PTZ-Kameras und wie ich die am besten in Companion einbinde. Und dafür habe ich euch ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt und will mit euch das im Detail auch durchgehen. Hallo, mein Name ist Christoph Eichler vom JTEC-Team und ich habe in der letzten Zeit ein paar Videos gemacht über meine neuen SMTAV PTZ-Kameras. Die sind also PTZ-Optics kompatibel und nutzen denselben Befehlssatz in Companion wie die PTZ-Optics-Kameras. Also so dass das, was ich jetzt euch zeige, im Companion 1:1 zum Übertragen kommt. Ja, diese Kameras habe ich eingebunden in mein Studio, habe sie eingebunden in Companion und habe festgestellt gehabt, dass man natürlich eine Lernkurve hat. Man macht was und stellt fest, man kann es besser machen und dann überarbeitet man und macht es manchmal auch wieder komplett neu. Damit ihr nicht dieselben Lernkurve von Anfang an durchgehen müsst, habe ich mir gedacht, ich mache das Video heute und zeige euch schon mal ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind und die mir dann auch später das Leben erleichtert haben und mich in der Lernkurve vorangebracht haben. Die Kameras kommen natürlich als IP-gesteuerte Kameras an und deswegen haben wir natürlich als ersten Punkt, den wir machen müssen, wenn wir die PTZ-Kameras einrichten wollen, wir müssen die für unser Netzwerk richtig einrichten. Der zweite Schritt wird dann sein, dass wir in Companion die Einrichtung betreiben, dass wir die Knöpfe zur Steuerung entsprechend richtig belegen, dass wir unter Umständen eigene Variablen definieren müssen in Companion, dass wir unsere Seitenbelegung planen, wie lege ich das am besten hin, damit ich damit am besten umgehen kann. Dann haben wir natürlich die Presets, die für manche Geräte schon zur Verfügung stehen. Also da gibt es schon Sätze von Befehlen, die schon, wo ich die Knöpfe einfach nur rüberziehen kann und dann kann ich mir angucken, wie das da geregelt ist. Und das hilft natürlich auch schon sehr stark. Und last not least natürlich die Möglichkeit, diese Knöpfe, die ich belegt habe, auch noch ein bisschen aufzupeppen, indem ich zum Beispiel eigene Grafiken hinterlege, indem ich die Farbgestaltung mache oder ganz wichtig, indem ich zum Beispiel Feedbacks mit einbaue und Variableninhalte in die abgebildeten Texte mit übernehmen kann. Ja, wenn wir da schon dran sind, dann gehen wir auch am besten mal in die Netzwerksteuerung rein. Ich mache das jetzt hier mit euch am besten mit der Windows-Ebene. Ihr kriegt die Kameras mit einer fest eingestellten IP-Adresse in der Regel geliefert. Es wäre der blanke Zufall, wenn diese Einstellung auch direkt in euer Netzwerk passen würde, das ihr zu Hause habt und auch die Netzwerkeinstellung, wie ihr sie draußen beim Kunden unter Umständen oder draußen vor Ort, je nachdem, was ihr macht, damit integrieren wollt. Ich habe so auf jeden Fall, dass ich ein eigenes Netzwerk habe und diese Netzwerkumgebung mir auch mitnehme, wenn ich vor Ort irgendwo bin, damit die IP-Adressen auch immer überall, wo ich bin, gleich sind und ich nicht erstmal alles umstellen muss und dann auf einmal Probleme wegen den Umstellungen habe. So, wie stelle ich jetzt aber die IP-Adressen für die Kameras ein? Dafür ist es notwendig, dass ich jetzt zum Beispiel ein einen Netzwerkswitch an mir nehme, der nicht weiter angeschlossen ist, einfach nur stromversorgt ist und dann nehme ich ein Kabel zu meinem Computer und ein Kabel zu der neuen Kamera. Damit jetzt aber der Computer das kennt, muss ich hier, also das läuft jetzt hier unter Einstellungen und dann Netzwerk und dann gehe ich hier auf das Ethernet und dann kann ich die IP-Einstellungen bearbeiten. Aktuell sind die Einstellungen automatisch DHCP.
Das heißt, ich brauche natürlich auch ein DHCP-fähiges Gerät vorne dran, das mir die Netzwerkadressen auch vergibt. So, wenn ich das nicht habe, muss ich hier entsprechend auf manuell einstellen und dann nehme ich die Einstellungen, wie sie jetzt bei der Kamera in der Beschreibung drin sind. Und wenn die jetzt mit zum Beispiel 192.168.5.88 kommt, dann wähle ich halt alles komplett identisch, nur halt hinten die 87 zum Beispiel, damit ich zwei Geräte habe, die sich jetzt nicht miteinander beißen. Sondern ist der Computer die 87 und das Ding die 88. Die anderen Einstellungen nehme ich jetzt aus der Beschreibung heraus und trage sie hier entsprechend ein. So, und wenn ich das jetzt eingetragen habe, dann kann ich auf meinen Browser drauf gehen und kann mit dieser Adresse, die ich hier drin habe, mich anmelden. Die Administrationspasswörter, das sind in der Beschreibung eigentlich auch mit dabei. Und dann gebe ich jetzt hier oben in meinen Browser die IP-Adresse ein, die mitgeliefert wird und kann dann, wenn ich mich authentisiert habe, über Netzwerk reingehen und kann hier die Adresse entsprechend verändern, so wie sie dann später von meinem Netzwerk, das ich tatsächlich benutze, auch verwendet wird. Dafür suche ich mir natürlich dann für jede Kamera eine nicht belegte IP-Adresse aus, also hier bei einem Klasse C-Netzwerk. Das heißt, Klasse C ist das hier 2x255 und ich habe hier 255 Möglichkeiten, hier hinten dran Adressen zu vergeben, dass ich mir hier die entsprechende IP-Adresse aussuche, die bei mir im Netzwerk noch nicht verwendet wurde. Ich muss dann auch den Gateway richtig eintragen. Und sage dann Submit. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich die Kamera und meinen Computer, den Computer stelle ich dann auch wieder um, auf DHCP zum Beispiel, wieder in mein Netz integrieren, beide, und kann die jetzt mit der neuen Adresse genauso wieder aufrufen, sodass ich die Einstellungen hier übernehmen kann. Wie die Einstellungen funktionieren, dafür gibt es separate Videos. Guck da mal direkt drauf. Da will ich jetzt hier nicht drauf eingehen. So. Dann rufe ich natürlich mein entsprechendes Companion auf und um Companion auch bedienen zu können, das einzurichten, gehe ich mal hier auf die Configurations. Da sieht man hier auf dieser Spalte erstmal alle Geräte, die ich hier dran habe. Und wenn hier ein grünes OK dran ist, dann sind die auch entsprechend enabled und in Ordnung. Und hier unten sieht man, hier sind auch schon meine zwei PTZ-Kameras, die ich habe, eingetragen mit OK. Aber wie mache ich das, wenn ich die neu eintrage? Ganz einfach. Ich gehe jetzt hier rein in den Suchbereich, hier auf Add Connections hier drin und sage hier PTZ. Und dann gibt er mir auch schon an, welche Geräte er kennt, die ein PTZ im Namen haben. Und da sehen wir auch hier gleich die PTZ Optics Visca und die würde ich hier entsprechend übernehmen. Oder habe ich auch übernommen. Und dann kann ich die Daten entsprechend weiter eintragen. Also gehen wir mal hier auf Edit, dann sehen wir das Ganze. Ich springe mal hier auch nach unten, um Platz zu machen. Und dann trage ich hier den Namen des Gerätes ein, die vom Typ PTZ Optics auch dann sind. Und trage hier den Namen ein. Also da habe ich jetzt zum Beispiel SMTAV20X eingetragen, weil das jetzt die 20-fach Zoom-Kamera ist, im Gegensatz zur 30X. Ja, 30-fach Zoom-Kamera. Hier habe ich dann den Namen hinterlegt. Entschuldigung, das ist die 30X, war das? Sorry, habe ich mich vertan. Hier habe ich dann hier unten die IP-Adresse, die ich vergeben habe, eingetragen, sage Save und das war es auch schon. So,
dann können wir auch schon zu den Knöpfen kommen. Wenn ich starte, dann bin ich eigentlich in der Regel auf der Seite 1. Und diese Seite 1 ist auf einer gewissen Art und Weise eine besondere Seite. Also wir haben hier an der Seite ja immer die drei Tasten, die oft festgelegt sind. Also zum Navigieren, vorhergehende, nächste Seite und hier die Seitennummer. Wenn ich jetzt von einer beliebigen Seite auf diese Taste drauf drücke, die Page Number angibt, dann springe ich immer zur Seite 1 auch gleichzeitig zurück. Und dementsprechend hat die Seite 1 auch eine Besonderheit und deswegen verwende ich die auch als besondere Seite, weil ich von jeder einzelnen Seite sofort mit einem Tastendruck hier wieder zurückkomme, biete ich hier meine generelle Verzweigung an. Also beispielsweise habe ich hier oben sämtliche Steuerverzweigungen für meine einzelnen Mischer, die ich hiermit steuere. Dann habe ich hier auch noch die Super Source Einstellungen für meine zwei Extremes, den ISO und den normalen Extreme. Hier habe ich dann auch die Einstellungen dann direkt für meine Kameras, damit ich die einstellen kann. Ich habe hier meine Kia-Sicht, meine Projekte, die ich hinten dran habe und hier zum Beispiel meine Multiviews. Und ihr seht ja auch, dass hier auch Feedbacks hinten dran sind, welche jetzt gerade aktiv sind. Also als Beispiel bei meinem Extreme MP1 Media Player 1 habe ich jetzt hier auch als Feedback drin stehen. Wenn er grün zeigt, dann ist dieser MP1 auf Preview und er zeigt mir auch hier oben an über eine Variable, da haben wir schon mal die Verwendung von Variablen, welche Media Seite dann auch tatsächlich eingestellt ist. Also hier ist die Seite 1 eingestellt und hier ist die Seite 7 eingestellt als Beispiel. So, das kann man jetzt hier direkt im Namen verwenden und das ist natürlich auch eine ganz interessante Sache, um bestimmte Stati mit anzeigen zu können. Also hier sehe ich bei jedem dieser Media Player, welche Seite gerade angestellt ist. Die zwei sind nicht aktiv, dementsprechend gibt es ja auch keine Seite drauf. Ja, also hier habe ich meine Hauptverzweigungsebene drauf und dementsprechend gehe ich von hier auch los. Wenn ich jetzt eine neue Seite, also ein neues Gerät anlegen will, dann suche ich mir eine freie Seite, mit der ich dann schon mal anfange zu arbeiten. Das können wir jetzt hier zum Beispiel machen, indem wir auf die Seite 80 gehen. Da weiß ich, dass die Seite frei ist. Als nächstes können wir Presets drauf gehen. Und da sehen wir, dass wir zum Beispiel für die PTZ Optics, jeder von denen hat Presets. Also das heißt vorgegebene Befehlssammlungen, die ich schon mal verwenden kann. Hier habe ich jetzt hier für die Bewegungen drin und kann anfangen, meine Bewegungen entsprechend hier drauf zu setzen und eine Navigationsebene zu machen. Ja, da kann ich jetzt hier Home dazwischen, dann setze ich hier meine diagonalen Pfeile dann entsprechend drauf und so, habe hier schon mal so eine grundsätzliche Steuerebene für meine Kameras gebaut, einfach mit Drag and Drop übergezogen. Jetzt gucken wir uns aber mal an, was denn da gemacht wird. Also nehmen wir jetzt mal den Befehl hier rein. Hier kann ich natürlich den Hintergrund und die Farbe auch dann selbst verändern. Da kann ich jetzt zum Beispiel hier hingehen und kann sagen, ich will jetzt mal ein Orange das Ganze oder ein Schweinchen rosa haben und die Textfarbe soll dann jetzt, was weiß ich, grün sein. Das wäre dann für den Text, der drauf ist. Die Einfärbung von den Pfeilen kann ich jetzt hier nicht vornehmen, die ist vom Bild her vorgegeben.
Hier sieht man auch das Bild, was ich hinten dran habe. Das könnte ich jetzt hier dann auch verändern. Ja, ein kleiner wichtiger Hinweis noch bei der Sache. Ihr müsst jetzt natürlich aufpassen, welche Größe ist denn jetzt mein Stream Deck? Also, wenn ich jetzt ein Mini-Stream Deck habe, dann habe ich hier nur diese Tasten zur Verfügung, 6 Tasten, also 2 Zeilen und 3 Spalten. Habe ich mein normal großes Stream Deck, dann habe ich hier 5 Spalten in 3 Zeilen, das wäre jetzt hier dieser Bereich, und hätte hier nochmal eine Ebene frei. Habe ich das XL Stream Deck, dann steht mir hier der ganze Bereich mit 32 Tasten zur Verfügung. Dementsprechend muss ich halt aufpassen, was lege ich da drauf. Wenn ich ein großes XL habe, dann kann ich alles belegen. Wenn ich ein kleines habe, also normal großes, habe ich halt nur die 15 Tasten, die hier in 5 auf 3 enthalten sind. Wenn ich mit mehreren Geräten gleichzeitig arbeite, wie ich es jetzt habe, also ich kann das jetzt hier auch euch nochmal zeigen. Also ich habe jetzt hier das kleine Stream Deck und hier habe ich das große Stream Deck und nutze das große Stream Deck als Hauptgerät und das kleine zum Beispiel, um Unterfunktionen zu machen. Also ich kann hier etwas auswählen, zum Beispiel hier eine Agenda und habe hier Unterbefehle. Und kann das hier wieder bearbeiten und kann entsprechend reinspringen und umstellen. Ja, so. Ich kann aber auch hier meine eigenen Seiten auf dem Hauptgerät umstellen und dann auch wieder auf die nächsten Geräte umstellen. So. So dass ich hier mich mit Untermenüs weiter vergnügen kann. Das ist eine wichtige Sache, wie ich plane. Das heißt, je nachdem, was ich an Geräten zur Verfügung habe, muss ich natürlich auch meine Organisation machen. Habe ich 2 Geräte zur Verfügung, dann stehen mir hier Menü- und Untermenüpunkte in der Form eigentlich zur Verfügung. Das ist eine sehr angenehme Sache. Habe ich auch ein kleines Video gemacht, wie man mit 2 oder mehr Stream Decks arbeiten kann. Ja, gehen wir nochmal auf die Hauptseite drauf. Ihr habt das nochmal gesehen. Von jedem Punkt kann ich hier mit der Page-Taste, da komme ich wieder auf mein Original, hier zum Beispiel auch. Also das heißt, die ganzen Steuerbefehle, die ich hier habe, die steuern die Geräte immer separat. Und ich kann entweder, wenn ich die paar Tastendruck mache, das sind interne Befehle, dann auch direkt verwenden oder nacheinander verwenden. Also direkt verwenden auf dem Gerät oder auf einem anderen etwas umstellen. Ja, also springen wir wieder auf die Seite 80 drauf. Ich kann jetzt hier mal zurücklaufen. So, da haben wir die Seite 80, die wir jetzt hier gerade eingestellt haben. Und kann jetzt hier entsprechend weitermachen. So, wir gehen jetzt mal hier auf, gehen wir wieder jetzt hier auf die Tasten drauf, auf die Seite drauf, dass wir hier wieder rüberlaufen. So. Hier oben haben wir also die Presets gesehen. Da gibt es natürlich noch mehr als diese Pfeiltasten. Und hier geht es weiter mit den Zoom-Funktionen. Hier geht es weiter mit Fokus-Einstellungen. Ich kann hier zurückgehen und kann hier meine Exposure-Einstellungen machen. Exposure-Mode und Iris-Einstellungen und Shutter-Einstellungen machen. Ich kann hier die White Balance einstellen und ich habe natürlich die Möglichkeit, hier unten
das Save meiner Presets, 256 Presets, die ich einstellen kann, kann ich hier abspeichern. Und ich kann natürlich die auch hier entsprechend abrufen. Da kann ich halt mit Copy-Paste das Ganze entsprechend rüberziehen, wie ich es brauche. Ja, hier oben sehen wir auch noch was, das sind Variablen. Und was wir hier direkt sehen, wenn wir hier drauf gucken, es gibt keine Variablen für die PTZ Optics Kameras, die uns standardmäßig zur Verfügung gestellt werden. Das ist natürlich schade, weil manchmal wäre es wichtig oder schön, einen bestimmten Status auch auslesen zu können. Was habe ich jetzt gerade eingestellt? Also welche White Balance ist zum Beispiel aktiv? Ist das jetzt ein manuelles oder ist das jetzt Auto oder bin ich jetzt Indoor oder Outdoor? Das weiß ich nicht. Und genauso ist es auch mit den Presets. Es ist ganz sinnvoll zu wissen, welches Preset ist jetzt denn gerade aktiv am Anzeigen, damit ich mir das nicht merken kann. Insbesondere dann natürlich, wenn ich mehr als nur eine PTZ-Kamera aktiv habe. Und dann brauche ich natürlich auch die Informationen, was gerade aktiv ist. Und deswegen gehen wir hier auch mal auf die Variablen drauf. Und da gibt es die Custom-Variablen, also das sind die Variablen, die ich mir selbst einstellen kann. Und die habe ich auch zwei schon eingetragen. Nämlich eine Custom-Variable für den 20x-Preset und eine für den 30x-Preset, die ich hier entsprechend drauf habe. Und da haben wir jetzt hier... Ach ja, die White Balance habe ich hier schon eingetragen für den 20er. Hier habe ich die, die Presets 2030 und hier habe ich für die White Balance schon was eingetragen. Das heißt, wenn wir das noch für die 30x machen, dann kann ich hier zum Beispiel sagen 30x White Balance und habe dann, das war jetzt verkehrt, nicht Enter drücken, sondern Submit. So. 30xwb und hier Add drücken und dann ist auch die ist diese Variable da. Wofür kann ich die denn verwenden? Also gehen wir mal auf die Seite 80 zum Beispiel drauf und wir gehen auf die Presets, nehmen hier Preset für die White Balance und setzen hier mal, nehmen wir mal hier unten, die Tasten mal Auto und Indoor. So, jetzt sieht man, ich habe hier zwei, habe ja nur den Befehl, dass er den White Balance auf Automatik setzt. Jetzt setze ich nochmal Internal Set und hier Custom Variable Value, da kann ich mir jetzt eine Variable raussuchen. Wir sind jetzt hierbei und jetzt sage ich hier zum Beispiel Auto. Ist auf Automatik. Und ich kann mir jetzt als Feedback reinschreiben. Dass er jetzt zum Beispiel beim Feedback Check der Custom-Variable, Variablen-Check macht und da suche ich mir dann entsprechend meine Custom-Variable aus. Ich muss mal hier ein bisschen näher rangehen, das ist so weit weg. Custom-Variable Preset 20 White Balance. So, und wenn ich jetzt hier den Wert Auto habe, dann soll er das Ganze in Rot markieren. So, und wenn ich jetzt hier auf die Taste 80 drauf gehe, ich muss mal jetzt hier rüberspringen, jetzt gehe ich hier drauf, habe ich einen Tippfehler drin, naja, ja, der muss auch ein großes A haben. So, dann
zeigt er hier den Wert Auto an und er zeigt an, dass das hier aktiv ist. Hier kann ich das genauso dann machen, kann das mit dem anderen Befehl Indoor zum Beispiel setzen und dann wechselt er. Ja, also das sind die Befehle, wie ich das entsprechend eintrage. Ich kann die Presets verwenden. Ich kann entsprechend so meine ich kann meine Presets verwenden, ich kann Variablen verwenden, ich kann die Variablen dann natürlich dann auch verwenden, um sie oben in den Überschriften, in den Texten meiner Knöpfe zu verwenden. Ich kann die Inhalte verwenden, um Feedback-Informationen, Farbinformationen zu geben. Ja, auf die Art und Weise kriege ich dann auch meine PTZ-Kameras in meinen Companion rein. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt für meine Einsätze komplett die Kameras steuern kann, ohne dass ich noch ein separates Tableau brauche. Und ich kann natürlich dann auch in meine Szenenbefehle komplett die Abrufe der Presets reinsetzen, sodass also zu einem Szenenwechsel mit mehreren Sachen, also dass zum Beispiel die Lower Thirds reinkommen, dass die Kamera entsprechend richtig eingestellt wird, etc. Das kann ich alles auf einen Tastendruck im Companion legen und brauche dann tatsächlich die Verschiebegeschichten nur noch zum primären Einjustieren der Szenen, die ich habe. Ja, ich hoffe, das war für euch jetzt schon mal ein Einstieg, ein guter. Ich möchte das Video jetzt nicht so lange rausziehen. Da könnte ich jetzt noch 1-2 Stunden drüber erzählen. Das mache ich vielleicht mal lieber in einem weiteren Video später. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben unten rein. Das ist schön für meinen Kanal. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die bitte in den Chat unten rein oder kommt einfach donnerstags in meine Frage und Antwort Livestreams rein. Also ihr dürft mich fragen, ich versuche dann euch zu erklären, wie ich das zu beantworten gedenke. Und ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, seid bitte so freundlich und ein Subscribe drücken. Dann werdet ihr auch informiert, wenn es was Neues gibt, ob es jetzt ein Video ist oder ein Livestream. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Live oder beim Video. Bis bald. Tschüss.